Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Artefakt. 300 Meter in diese Richtung. Wir schauen mal, ob wir den sofort finden. Mal gucken, ob wir das heute schaffen, nach Gloucester zu kommen. Wenn die nächsten Aufgaben nicht zu dämlich sind. So, dann sind wir aber auch gut dabei, denke ich mal. Sieht hier sehr stark nach einem Fluch aus. Wow. Oh, ne, das ist nicht das. Das ist nur ein brennender Strohmann. Ach, über uns. Ah, da oben. Gut. Sehr easy. So. So bedankt man sich, indem man mich angreift, weil ich den Fluch beseitigt habe. Coole Sache. Alter. Sag mal, ich habe dir gerade das Leben gerettet und du beschießt mich. Ist das dein Ernst? Ha? Ich liebe meine Axt, ich finde die super. So, alles klar. Dann ist der Punkt mich auch abgehakt. Keine Minischätze? Okay. Dann haben wir hier zwei größere Schätze. Und dann mal gucken, na, dass wir danach den Ordensmitglied da beseitigen. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder so ein kleines Lager sein, wo der Schatz ist. Wald von Deno. Wieso dieser Nebel? Ich hasse Nebel. Ja, doch, dass es so ein kleines Lager sein wird. Hallo. Mach's mal boom, Baby. Da ist jemand mit einem Schlüssel. Hi, Schatz. Eva Schlüssel. Ich weiß zwar noch nicht, wer Eva ist, aber wir haben ihr Schlüssel. Scheitern so doof. Oh, jetzt habe ich mich selber verbrannt hier. Du bist tot. Nö, noch nicht. Das ist der Flammenwerfer. Wow. Der war fies. Der war echt fies. Okay. So. Ich sag nicht. Doch.
eigentlich nicht. Nö, eigentlich, nö, sehe ich nicht so. Nö. Legst du mal das Ding ab. Danke. Brief von Eva. Mutter Modron sagte, ich sei der Rolle einer Wächterin immer noch nicht gewachsen. Sie erkennt einfach meine wahre Stärke nicht. Wie dem auch sei, ich brauche keine Anerkennung, um für die Sache zu kämpfen. So, das ist die Eva. Dann war hier wahrscheinlich ein Schloss dran. Sehr schön. So, da ist jemand wieder. Wer ist denn hier noch? Oh, kleines Mäuschen. Nico-chan, komm hier. So, da will jemand sich immer noch mit mir anlegen hier. Wildschwein? Wildschwein. Ja. Da gibt's einen Tunnel. Bei den Schätzen. Ich sehe, es wird ein größerer Tunnel sein. Dann würde ich tatsächlich diesen Tunnel eher anpeilen. So, wir gehen aber, ne? Und gucken mal, was so im Tunnel passiert. Wald von Demo. Ja, weiter. Das ist es hier so neblig? Das ist ja ekelhaft. Dieser Ort wird gut bewacht. Wahrscheinlich im Tunnel selber ist die Leiche. Ich wollte jetzt eigentlich nicht euch alle umbringen. Außer da oben ist noch irgendwo. Kann sein, dass dann da noch ein Minischatz ist, aber ich wollte jetzt erstmal hier rein. Hallo! Ein Minischatz. Den wollte ich gehen. Nein, ich will nicht die Nahrung. Ich will die Nahrung nicht. Lesen. Ein Papierschnipsel. Ich wollte mich nur kurz in diesen Höhlen hinlegen und ausruhen, doch ich wurde schnell von ein paar Gestalten mit Kapuzen mit Schädelgesichtern vertrieben. An diesem verwunschenen Ort werde ich keine Minute ruhen. Ist aber anscheinend nicht der richtige Eingang für. Muss ich jetzt doch nicht tarnen hier. Ist anscheinend nicht der richtige Tunnel hier. Aber da ist ja nichts drin. Außer ein Brief. Seit diesem Brief ist ja hier nichts. Bedeutet, wir müssen zum anderen Eingang. Ja, komm. Psst. Ist da noch jemand?
na, jetzt. Hallo. Es sind drei Eingänge. Aha. Alter, was ist denn hier kaputt, ey? Hey, Schatz. Schauen einfach mal. Die hat einen Schatz. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Tunnel. Dann gehen wir hier schon mal rein. Okay, die wird wahrscheinlich später aufgehen, die Tunnel. Wir sind da ein bisschen früh wieder dabei. Was nicht so schlimm ist. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, weil es einfach... Es sind zu viele Gegner. Also ich gehe mal davon aus, dass das so eine Art Festung dann sein sollte oder so. Hier ist die Leiche. Hat sich nicht verteidigt. Das muss ein Hinterhalt gewesen sein. Brutal und blutig. Das waren Räuber. Ja, hier sind nur Räuber, also... Excuse me! Meter. Hä? Ja? Jetzt blöd, wahrscheinlich hier irgendwie unten. Hier waren wir schon drin. Ne, hier waren wir. Doch, hier waren wir schon drin, sonst wäre hier nicht die Leiche. Aber hier ist es mit dem Brief, ne? Nun eile zum Festmahl des Allvaters. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir wirklich hier später nochmal hinkommen, dass da eine, da war ja ein Eingang, der mit Holz nagelt war. Oh, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, aber schreib mich nicht so an dabei. Ja, der Versuch. Nächstes Mal vielleicht. Hi.
jeden Fall ein geheimes Lager hier. Da komme ich halt nicht hin. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann hier später nochmal herkommen müssen. Da ist ein Typ mit Schlüssel. Aber hat mit Schlüssel nicht schon? Oder war es noch gerade beim anderen Lager? I don't know. Nun könnt ihr ja gerne nochmal attackieren hier. Hi. Du hast einen Schlüssel, den ich gerne hätte. Komm schon, Grunzbacke. Wird schon fast. Ja, aber ich gehe stark davon. Ja, wir waren jetzt bei allen dreien Eingängen. Und man kommt nicht weiter. Also dementsprechend wird das später so sein. Sehr gut. Ja. Das wird die drei sowieso nochmal. Ja. Oder wer kommt doch weiter? Mal gucken. Okay, ja gut. Dann haben wir den. Aber das Buch des Wissens, das ist hinter dem einen und das... Hören tun wir schon. Man kommt hier durch, ist ja Wahnsinn. Cool. Gucken mal kurz nach. So, wir haben hier das... Thors Rache. Ein unhoffenden Angriff zu konzentrieren, je länger du die Taste gedrückt hältst, desto stärker ist dann. Ja, das ist ein bisschen problematisch, finde ich tatsächlich beim Kampf. Da musst du schnell deinen Täuscher entgegen, indem du den tot stellst. Ja. Nein. Ich finde unsere Sachen, die wir aktuell haben, eigentlich schon gut, aber wir haben ja auch so gut wie alle. Ne? Hier fehlen noch 3, 6 Fertigkeiten tatsächlich. Ja, Ende der Folge machen wir das. Gut, dann haben wir doch hier alles. Was man hier sammeln kann. Wir haben hier aber noch Minischätze. Einmal hier ein und hier noch ein. Und dann gehen wir auf jeden Fall hier runter. Moment, 162... 69. Da oben. Ah, okay. Kann trotzdem sein, dass wir hier nochmal herkommen müssen. In der Storyline. Kannst du da jetzt mal hochklettern oder bist du einfach nur doof? Okay. Autsch. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest.
So. Weiß ich mir da. Oder irgendwo oben. Nee, unten. Verschwindest du mal gleich. Das bedeutet, du bist in einen Tunnel drin. Okay, dann mache ich dich später. Dann kommen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. Ich kann mir vorstellen, hier, da war nämlich eine Holztür, die ich sehr verdächtig fand. Dann wird das da drin sein. Dann werden wir da nämlich nochmal doch wohl hinkommen. So. So mal ein bisschen hier außen rum. Das wollte die eigentlich nicht. Die will da nicht durch. Warum will die da nicht durch? Ich glaube, die hat Angst vor Türen. Kann das sein? So, 114. 114. Ja, hier war auch definitiv irgendwie ein Kampf. Hi. Maske geschnappt. Da ist immer noch was drin. Warum Steine? Ja, was bringt mir das, die Steine zu tragen? Ist da irgendwie was frei liegen oder? Nö. I don't know. So, mal hier noch was. Warum soll man denn hier Boom machen? Wahrscheinlich gegen den Bären. Du hast noch was für mich? Ein bisschen Fell. Okay. Machen wir Karte an. Okay, dann gehen wir natürlich einmal zu den Schätzen. Mal gucken, was da passiert. Hey. Rüber. Danke. Also, du darfst deinen Gedanken gerne weiterspinnen, Evo. Das ist kein Thema. Hier muss irgendwo ein Tunnel sein wieder. Ein Bruderschaftstempel. Geht es sicherlich irgendwo rein. Und dann kriegen wir die Schätze. Ingo.
Das hier wurde wohl verriegelt. Das ist nicht dein Ernst. So viel zu kriegen. Wie kommen wir hier später hin? Weil das scheint mir nämlich so. Sie wurde verriegelt, ja. Das heißt, da muss irgendwo ein anderer Eingang sein und das wird der Ausgang sein. Bedeutet die Bruderschaft, dass hier in diesem Berg drin. Das ist eine Alpha-Wand. Da geht es nicht weiter. Manchmal zeigen auch die Leichen den Weg. Aber nur manchmal. Das ist doch der. Ach, der ist wegen den Bären gestorben. Ja. Ein Biss in den Unterkiefer, die Nase abgerissen. Kratzspuren am Rücken. Das Werk eines Bären. Ganz sicher. Na, lass ihn. Mögest du an Odins Seite gut speisen. Na, es ist halt die Frage, ob wir irgendwie noch einen Eingang finden oder so. Oder ob ich sage, okay, mach erstmal was weiter. Und eventuell noch einen anderen Eingang, weil wenn der eine, die eine Seite. Es kann halt sein bei dem einen, wo wir nicht weitergekommen sind, dass man hier von hinten reinkommt. Weil so weit ist ja das Lager ja auch nicht weg von dem. Also das ist auf jeden Fall möglich, dass da irgendwie die miteinander verkettet sind. Das kann auf jeden Fall sein. Ich gucke noch mal ein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Figur. Hm. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal herkommen müssen. Bringt ja nichts, wenn man jetzt hier die ganze Zeit rumläuft und kein. Hast du ein Problem? Ich hab Donner nicht mal gesehen und mich greifst du gleich an. Was bist du denn, ey? Die Hirsche sind echt frech. Oh, ja. Ah, hier, ein Ring. Meine Suche nach dem Ring von Sylvanus ist fruchtlos geblieben. Aus dem Tempel gestohlen, bevor ich ankam. Von wer weiß wem. Ein Ring ist so klein, er könnte zu jedem beliebigen Manteltasche verborgen sein. Ich habe derweil einen Hinweis auf einen anderen Schatz gefunden. Die Janusmaske. Bran. So ein kleiner Schatz hier. Na gut. Dann kommen wir ein anderes Mal nochmal her.
würde ich jetzt mal sagen, weil es bringt ja nichts. Das bringt ja alles nichts, wenn wir nicht weiterkommen. Ne? Dann gucken wir, was denn das von der Hauptstory dann ist. Und wenn wir doch nicht herkommen, dann kommen wir halt nach der Hauptstory nochmal her und gucken dann nochmal. Dann ist das so. Bisher sind wir ja von der Story her immer in die Bruderschaften reingekommen. Deswegen, wir warten einfach mal. Laden, 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 laden. Papierschnipsel, 3 Schweinchen heute, 5 Schweinchen morgen, so viele verloren, kleine Schweinchen, saftig und fett. Mein Festmahl wird 3 Tage dauern. Hallo. Lala. Was auch immer das bedeuten mag, da kommen wir nicht rein. Ja, gerade eben konnte ich dich nicht ansprechen. Was ist dein Begehr? Wer bist du? Okay, das ist gruselig. Was ist dein Begehr? Wer bist du? Wer bist du? Okay, das ist gruselig. Ja, dann gehen wir halt da rein. La 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 la. Gift. Ich muss sofort hier raus. Ja, nö. Was macht den hier? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Geil, die hat uns eingeschlossen, die blöde Troller. Wieso machst du das? Du sollst das machen. Die isst Menschen anscheinend. Das ist gruselig. Die ist Menschen, das ist eine Menschenfresserin. Dafür musst du sterben. Hast du noch was zu sagen? La 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 la. Dame vom See. Also das ist ja schon gruselig in dem Haus. Und dann dieses Gesunge hier. La 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 la. Aber es ist ein bisschen schade, dass man nichts irgendwie von ihr erfährt. Alter, ey. Sie hat dann auch so viel Vorrat. Warum hat sie mich dann versucht umzubringen? Das ist aber nicht nett. So. Madame hatte noch einen Schatz versteckt. Oh Gott, der See ist voll mit Leichen. Oh mein Gott, sind hier viele Leichen. Das ist ja gruselig.
Ah, wir sind direkt an der Grenze gerade, okay. Wieder so ein nee, ist auch Vergabe. Mal gucken, was sie diesmal will. Operab zurücklegen. Flusswälze. Oh, da müssen wir wieder angeln, Leute. Oh, das ist ja ätzend. Ich habe keine Lust zu angeln. Das Angeln werde ich definitiv aufmachen, weil das wird echt lange dauern wieder. Damit ihr da nicht so drunter leiden müsst, sondern nur ich. Kommt ihr ja nicht mit weit. Es hat Boom gemacht. Das ist ein bisschen. Ja. So. Das heißt, wir haben noch einige Sachen, die wir erst später wahrscheinlich erledigen können, wenn wir von der Geschichte und ich geangelt habe. Ja, wir können ja mal gucken, mein Artefakt. 3 Minuten haben wir noch knapp. Ich finde es eher toll, wenn sie Eisenerz oder sowas als Opfergabe haben wollen und nicht Fische, weil da muss ich immer angeln. Ich hasse Angeln. Das dauert nämlich mega lange. 10 Stück? Das dauert richtig lange. Hallo, Kester. Hallo. Ah, das ist Tattoo. Der wird wahrscheinlich da lang fliegen, ne? Nehme ich mal an. Nee, das Wasser sollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, wieso? Geschafft. Super, Leute. Dann würde ich tatsächlich sagen, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Moment, bevor ich Schluss mache. Ich habe gesagt, die Punkte verteilen wir am Ende der Folge. Dann machen wir das natürlich noch. Ich halte natürlich mein Wort. So, die Punkte. So, wir haben hier noch auf jeden Fall Punkte, die wir verballern. Die müssen wir noch machen. Und die. Jetzt bimmelt's. So. Dann haben wir hier den kompletten. Den kompletten. Den Punkt haben wir noch nicht. Den macht er auch nicht heller anscheinend. Okay. Ja, 5 Punkte haben wir noch. Ist die Frage, ob wir, jetzt haben wir hier alles.
wird dann wieder in Nahkampf gehen, dass wir hier ein bisschen weiter das Spiel spielen. Durch die Punkte, die noch offen sind. Und achso, den haben wir schon. Haltrundstoß. Das hat auch was. Machen wir das hier. Und 2 Punkte haben wir noch. So. Und gucken, dass wir die Punkte hier alle noch kriegen. Mal gucken, wie weit das denn noch geht. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ja. Nee. Dann wiederhole ich mich nochmal. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Abo und Like da. In der nächsten Folge auf jeden Fall den Meister Lampe da vorne. Und dann schauen wir einfach mal, was hier in Donchester so passiert. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.